Kommen Sie ins Reichenbacher Einkaufszentrum am Annenplatz. Hier gibt es bei Pure Brands neue Mode zu kleinen Preisen. Alles in S bis XXL. Viel Spaß beim Einkaufen! Es ist Freitag, der 23. Oktober und damit herzlich willkommen zu Vogtland Aktuell, Ihrem täglichen Nachrichtenmagazin aus der Region. Und das sind heute unter anderem unsere Themen. Arena beginnt Schneeproduktion für Weltcup-Saison. Wasserballer fiebern erstem A-Bundesligaspiel entgegen. Bahnübergang in Muldenberg wird saniert. Und Ostalgie-Theaterstück feiert Premiere. Die Volkssolidarität Plauen-Oelsnitz organisiert am Montag ein Koordinierungstreffen in der Sperkenstadt. Ab 17 Uhr will der soziale Verband sich mit den Bürgern im Mehrgenerationenhaus Goldene Sonne zusammensetzen, um die in Oelsnitz befindlichen Flüchtlinge zu unterstützen und zu integrieren. Derzeit haben 22 der 1381 im Vogtland versorgten Asylbewerber eine Unterkunft in der Sperkenstadt gefunden. In den letzten Tagen kontaktierten immer mehr Bürger die Stadtverwaltung, um ihre Hilfe anzubieten. Nun sollen die Unterstützungsangebote bei dem Treffen am Montag geordnet und zum Tragen kommen. Schneeproduktion in der Arena beginnt. Gut 30 Tage vor dem Weltcup-Auftakt der Skispringer in Klingenthal hat es gestern das erste Mal geschneit. Allerdings kam das begehrte Weiß nicht vom Himmel, sondern stammt aus diesen beiden Containern. Hier in der Schneefabrik einer Südtiroler Firma wird ganz ohne Chemie Wasser zu Eis heruntergekühlt, das dann über Rohre direkt in den Schanzenauslauf geblasen wird. Täglich 50 Tonnen Wasser sollen so in den nächsten 3 Wochen in Kunstschnee verwandelt werden und danach auf dem Aufsprunghang sowie im Auslauf verteilt werden. Die Mitarbeiter in der Sparkassen Vogtland Arena haben den Weltcup-Schnee schon geprüft und ihn für gut befunden. Ob ihn die Athleten auch mögen werden, wird sich spätestens am 20. November zeigen. Dann wird hier das offizielle Training für den Weltcup-Auftakt über die Bühne gehen. Auf große Brocken wartet Hexenkessel. Die Wasserballer des SVV Plauen starten am kommenden Wochenende in ihre erste Saison in der A-Gruppe der Deutschen Wasserballliga. Und da erwartet der Aufsteiger gleich 2 starke Gegner im heimischen Stadtbad. Morgen gibt sich um 17 Uhr der SSV Esslingen die Ehre, bevor einen Tag später der ASC Duisburg ab 14 Uhr ins Becken muss. Plauens Trainer Jörg Neubauer sieht seine Mannschaft in beiden Spielen als Außenseiter. Soll heißen, der Druck, unbedingt punkten zu müssen, liegt bei den Gästen. Und dann hoffen wir natürlich, dass wir mit den Erfahrungen, die wir dort gesammelt haben, dann in die eigentlich entscheidenden Spiele gehen, wo wir dann also auch in jedem Fall bei Heimspielen punkten müssen und eventuell auch bei den Auswärtsspielen. Das Ziel des Aufsteigers ist mit dem Klassenerhalt klar formuliert. Dafür hat sich das Plauener Bundesliga-Team in den vergangenen 10 Wochen intensiv auf den Saisonstart vorbereitet. Der Kader wurde mit Nachwuchssportlern aus den eigenen Reihen und 5 ungarischen Zugängen erweitert. Sie alle sind bis in die Haarspitzen motiviert und freuen sich auf die ersten Spiele und natürlich auch auf die Atmosphäre im mittlerweile berühmt-berüchtigten Wasserball-Hexenkessel. Aufgrund der schlechten Spielleistung in der Fußball-Oberliga brachte der VfC Plauen nun den ersten Stein ins Rollen. Cheftrainer Ingo Walter wurde mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Nur 2 von 8 Spielen konnten die Kicker der Spitzenstadt für sich entscheiden. Zuletzt hagelte es gegen die 2. Mannschaft von Energie Cottbus eine 0:7 Niederlage. Der Vorstand und Aufsichtsrat des VfC ist nun auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer. Bis dahin übernimmt André Rabe kommissarisch den Posten. Derzeit befindet sich der VfC Plauen auf Tabellenplatz 12, dem 5. letzten Platz der Oberliga. Bahn saniert Übergang am Floßplatz. Seit Dienstag ist die Straße zwischen Muldenberg und Schöneck für Autos tabu. Und weil der in die Jahre gekommene Bahnübergang am Floßplatz erneuert wird, kommt auch die Vogtlandbahn derzeit nicht weiter. Für knapp 700.000 Euro werden zum einen Übergang und Gleisanlage saniert. Außerdem sollen die Gleise auf rund 5 Kilometer Länge general überholt und Vegetationsarbeiten am Streckengleis durchgeführt werden.
Ab kommenden Sonntag soll der Verkehr auf Straße und Schiene wieder rollen. Bis dahin bietet die Bahn einen Schienenersatzverkehr zwischen Muldenberg und Zbuttental an. Übermorgen endet bei uns offiziell die Sommerzeit und die Normal- oder auch Winterzeit genannt beginnt. Das heißt, Sie müssen in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Uhr von um 3 eine Stunde zurückstellen. Somit können Sie ein bisschen länger schlafen und es wird morgens eher hell. Aber in Zeiten von Sparlampen und Co. wird schon lange darüber diskutiert, ob der Wechsel von Winter- und Sommerzeit wirklich notwendig ist. Denn nicht jeder Körper verträgt die Zeitumstellung gleich gut. Wird der Tages- und Nachtrhythmus durcheinander gebracht, kann das Immunsystem darunter leiden. Das heißt, wir sind anfälliger für Erkältungen. Einige Länder wie Argentinien, China und Indien drehen nie an ihrer Uhr. Ich heiße Michael Ehrenreich und ich bin 17. Hinter dieser Wand steht die Mauer. Sie teilt Berlin in Ost und West. Kultfilm verspricht Nostalgie-Stimmung. Im 25. Jahr nach der deutschen Einheit feiert morgen die Sonnenallee ihre Premiere am Plauner Vogtlandtheater. Das Stück, nach dem erfolgreichen Film aus dem Jahr 1999, blickt humorvoll auf die ehemalige DDR zurück und erzählt von einer wilden Jugend voller Leben, Liebe und Musik. Die Geschichte handelt in Ost-Berlin. Gleich hinter der Mauer, dem kürzeren Stück der Sonnenallee, leben Anfang der 1970er Jahre Michael Ehrenreich, sein bester Freund Mario und die Jungs seiner Clique. Unter dem stets wachsamen Blick des Abschnittsbevollmächtigten und in Sichtweite der Westdeutschen treffen sie sich auf der Straße, um verbotene Musik zu hören. Micha, gespielt von Matthias Wagner, hat vor allem eins im Kopf: die sagenhafte, unerreichbare Miriam. Sie lässt ihn jedoch auf der Schuldisco abblitzen. Als sich bei Marios Party die Ereignisse überschlagen, muss Micha retten, was noch zu retten ist. Los geht die Premierenvorstellung um 19.30 Uhr. Als kleinen Vorgeschmack auf das Stück werden auf dem Theaterplatz und im Foyer des Vogtlandtheaters Autos und andere Schätze des DDR-Alltags ausgestellt. Das war Vogtland aktuell für heute. Weiter geht es mit unserem Wetter. Morgen sehen Sie an dieser Stelle einen Wochenrückblick. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss! Das Vogtlandwetter wird Ihnen präsentiert von Autohaus Sirgel in Bad Elster und Zwota. Eins der besten Skoda-Autohäuser Deutschlands freut sich auf Ihren Besuch.